Dann während in Erfurt also 3 Tage lang die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert wird, werden auch für heute in vielen ostdeutschen Städten wieder die montäglichen Demonstrationen gegen die Regierungspolitik erwartet. Denn der Unmut über den Kurs der Ampel ist vor allem in den neuen Bundesländern nach wie vor groß. Leonie von Randow. Erfurt macht sich warm. Bereits seit Samstag wird auf dem Domplatz gefeiert. Der Höhepunkt kommt noch, der große Festakt mit dem Kanzler. Der verbreitet in seiner wöchentlichen Videobotschaft zum Tag der deutschen Einheit trotz trüber Weltlage Optimismus. Wir alle gemeinsam haben in Deutschland seit 1990 unendlich viel hinbekommen. Wir werden auch die kommenden Aufgaben meistern. Denn unser Land ist ein starkes Land im Westen und im Osten. Viele Bürger blicken laut einer aktuellen Umfrage weniger positiv auf das geeinte Deutschland. 56% der Ostdeutschen halten die Wiedervereinigung für nicht geglückt. Im Westen sind es 47%. 74% der Ostdeutschen sind außerdem unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Im Westen 69%. Vor allem den harten Sanktionskurs der Regierung sehen wegen der hohen Energiepreise einige Bürger skeptisch, auch hier in Erfurt. Ich weiß nicht, ob Sanktionen wirklich helfen. Das ist schwierig zu sagen. Es ist zwar nicht schön, was wir jetzt erleben, aber wir haben keine andere Wahl. Die Diskussion um den Umgang mit der Energiekrise sorgt für Spaltung. Rechte Gruppierungen nutzen die Energiekrise für sich, um Zulauf zu bekommen, gerade in Ostdeutschland. Was helfen kann, um Gräben zu überbrücken? Dass man nicht mehr einen Trennstrich zwischen sich als dem Reich der Anständigen und den anderen als dem Reich von Dunkeldeutschland und der Rechtspopulisten und der Rechtsradikalen zieht, sondern dass man wieder die Debatte jenseits von vorabgezogenen Grenzen sucht. Debatten suchen, miteinander reden. Inwieweit das am Tag der deutschen Einheit gelingen wird, ist fraglich. Im Osten wollen wieder tausende Menschen aus den unterschiedlichsten Lagern demonstrieren. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.